So. Also, mein Name ist Oliver Habert und genau, jetzt seht ihr auch wahrscheinlich gleich nicht keine zwei Bildschirme mehr. So, jetzt müsstet ihr einen Bildschirm von mir sehen, korrekt? Ja. Das ist wunderbar, genau. Gut, ich erzähle gleich noch mal was zu mir. Zu kurz zur Vorabsituation, ich wäre fast nicht bei euch gewesen. Es hat mich zweimal diese Woche, zwei Ereignisse haben mich grundlegend zurückgeworfen. Das erste, ich habe seit Sonntag leider Covid und zwar in der auslaufenden Phase, aber es ist halt, wie es ist. Das heißt, ab und zu trinke ich vielleicht was dazwischen, weil ich ziemlich starken Husten noch habe. Von daher werden wir aber schauen, dass das funktioniert. Das zweite, wir hatten gestern in der Nachbarschaft einen Blitzeinschlag und danach war das Internet weg. Und ich hoffe, dass es jetzt stehen bleibt. Also gestern Abend war es ein bisschen rebellisch, passt vielleicht auch ganz gut zum Titel. Aber ich glaube, heute Morgen sollte es oder heute Mittag sollte es wieder funktionieren. Genau, ich nehme gleich die Chance, mal wahr, etwas über die Corporate Rebels zu sagen. Und ich hoffe, der ein oder andere aus dem Unternehmen Mercedes, wie der Achim so schön sagte, mein Unternehmen, ist eine schöne Bezeichnung. Es ist echt wichtig auch, dass man dafür steht und auch ein Stück weit dafür brennt. Und ich sage mal, das Thema Artenvielfalt statt Einheitsgrün habe ich bei einer Kollegin geklaut aus der Imker-Community, aber mit Genehmigung. Also von daher finde ich einfach einen schönen Begriff. So dieses Thema Artenvielfalt trifft uns eigentlich auch wieder ganz gut. Vielleicht so ein paar Worte zu mir. Und wie gesagt, fragt einfach dazwischen. Also wie gesagt, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht da durchmachen und dann gibt es dazwischen vielleicht Fragen oder Unklarheiten oder Themen, die euch mehr interessieren. Darauf gehe ich gerne drauf ein. Also so flexibel bin ich. Und vor allem, wir halten uns an die Zeit und werden hinten raus auch noch ein paar Minuten zum Diskutieren haben. Genau. Gut, wer bin ich? Ich bin jetzt 27 Jahre in dem Unternehmen, gestartet tatsächlich mit Mercedes, Daimler, Daimler-Benz, Daimler-Chrysler, ich weiß es nicht mehr. Also wissen Sie, schon seit ich wieder Mercedes zum Urbegriff zurückgekehrt. Wie gesagt, dort seit 27 Jahren unterwegs. Und wer sich mit mir verbinden möchte, deswegen gerne auch kurz mit seiner Handykamera draufgehen. Sehr, sehr gerne, weil ich bin jemand, der sich sehr gerne vernetzt und auch von anderen lernt. Also es ist jetzt nicht so, dass bei uns oder mit uns oder wie auch immer irgendwas erfunden wurde, sondern wir lernen jeden Tag und jede Stunde von anderen Menschen, was es noch an tollen Möglichkeiten gibt und vor allem auch, wie man eine Transformation auch weitergestalten kann. Das It's Me ist tatsächlich meine Themen und Kenntnisse aus dem Social Intranet. Ich habe es jetzt einfach mal rausgeschnitten und reingepostet, weil ich immer denke, das ist ein super Mittel in unserem Social Intranet, Menschen zu beschreiben. Ich habe es gerade vorher auch nochmal Achim gepostet bei uns, dass wir uns einfach nochmal das Thema, ja, nochmal ein bisschen annehmen und die Leuten auch wirklich, ich sag mal, ja, dafür auch für die einzelnen Begriffe auch bewerten und sagen, okay, dafür sehe ich dich vielleicht auch, sodass man dann tatsächlich auch Menschen wiederfindet. Also ich werde noch was zu dir nehmen. Oliver, sorry fürs Unterbrechen. Ich sehe nur das Titelbild noch, wenn du schon was anderes teilen solltest. Bin mir nicht sicher, hört sich so an. Ja, du hast recht. Jetzt. Right, Ah, das das sieht sieht gut aus. ah, mein Gott. Man sollte nicht auf den linken Bildschirm klicken und auf den rechten schauen. Genau. Genau. Also, that's me. Also, das heißt, wie gesagt, rechts nochmal, wenn ihr in irgendeiner Form euch mit mir verbinden wollt. Ich bin hauptsächlich auf Twitter und auf LinkedIn unterwegs. Gerne jederzeit. Wie gesagt, freue ich mich drüber. In der Mitte, wie gesagt, das Thema Themen und Kenntnisse. Wie gesagt, der Achim kennt das sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich bin einer der Co-Gründer des Themas der Gerne per Du-Initiative, mit dem hat das Ganze eigentlich auch angefangen. Wir kommen auch gleich auf die ganze Story dazu. Habe Leadership 2020 mitgemacht, also ein Leadership-Programm, was wir 2000 und ja, Ende 13 gegründet haben, um einfach auch, ich sage mal, so ein starres Automobilunternehmen ein Stück weit zu transformieren. Und man sieht ja heute, in welcher Geschwindigkeit es abläuft. Also es ist ganz, ganz wichtig. Networker, klar, Organisationsrebell. Irgendwann hat noch jemand gepostet, Oberrebell, also unter Kenntnisse bei drei wäre dann noch Oberrebell. Also von daher treibt mich das Thema Rebell doch ganz schön um. Ich bin noch sehr, sehr aktiv in verschiedenen Communities. Also wir haben ganz, ganz viele Communities und wenige sind dann auch letztendlich als Community, die ich dann auch betreue. Das eine ist, wie gesagt, die Ur-Digital Transformation Community, die aus diesem Leadership 2020 kommt, wo wir versuchen, digitale Themen für Menschen einfach aufzubereiten, auch vielleicht so gute Lessons learned oder wir machen, eine Zeit lang hatten wir auch Digital Connect Days gemacht, wo wir die Leute wirklich live vor Ort vor Covid verbunden haben und denen das einfach nahegebracht haben. Ich mache noch die Influencer, da kommen wir auch noch drauf.
Wir haben die gerne per Du-Initiative und wir haben die Corporate Rebels als Gruppe. Und die 455 Follower, die ihr seht, die sind seit vorher schon wieder obsolet. Wir sind jetzt bei 539, also das wächst tatsächlich noch. Eine Community, die echt Spaß macht, weil sie auch tatsächlich noch echten Wachstum hat. Und mit dem Ganzen vielleicht weniger dann zu mir, sondern mehr, was will ich oder worauf basiert die ganze Story eigentlich und warum ist es vielleicht auch interessant, sich dazu auszutauschen und auch voneinander zu lernen. Und auch das tun wir sehr, sehr gern. Wie gesagt, 2018 ganz unformal und ganz einfach gesehen, irgendwie sind wir immer noch, wir waren über die Krawatten hinaus zu dem Zeitpunkt, kann man definitiv sagen, sonst hätten wir vielleicht noch eine orangene Krawatte irgendwie angehabt. Wirklich so, wie bringen wir auch ein Stück Formalismus raus? Und das ganze Thema Du heißt ja nicht unbedingt nur, wie will ich angesprochen werden, sondern auch, ich schaffe ja ein Stück, ich sag mal, ich reiße ja ein Stück der Zäune ein, die vielleicht auch manchmal dazu führen, dass Menschen sich schwer tun, andere Menschen direkt anzusprechen oder wie spreche ich jemand online an, die ewige Diskussion. Wir haben am Schluss, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren 6.000 Mitglieder in Summe, die, ich sag mal, auch das ganze Betu in sich letztendlich ins Profil geschrieben hatten. Wir haben, glaube ich, 12.000 so Gummibänder verteilt, wo draufsteht, kannst du mich ansprechen, also gerne per Duo, just do it. Und es war eine ziemlich lockere Geschichte und war eigentlich auch nicht schwierig, so als Graswurzel, also da unten sieht man dann so schemenhaft die Graswurzelinitiative, auch das Ganze aufzubauen. Und das Ganze fußte dann drauf, dass wir irgendwann auch gesagt haben, ey, wie machen wir den Menschen sichtbar, die im Unternehmen und vor allem auch außerhalb des Unternehmens, ich sag mal, auch für ein Unternehmen stehen. Also heute würden wir vielleicht sagen Personal Branding oder sowas. Wir haben dann damals einen Wettbewerb gestartet, das war schon Intranet, zum Thema, wie geben wir denn uns als Mercedes-Menschen, die draußen sichtbar sind, auch einen Namen. Wir hatten, glaube ich, über 500 Vorschläge. Es waren 11.000 Bewertungen, also per Likes haben wir dann abstimmen lassen. Und am Schluss sind tatsächlich die Influencer rausgekommen, die vielleicht auch der eine oder andere als Hashtag draußen kennt. Und auf dem Ganzen draufsetzend, und das erkläre ich gleich, wie wir von 2019 auf 20 kamen denn die sogenannten Corporate Rebels. Und da geht es wirklich darum, um das Thema Change with Identity, also wirklich, wie verändere ich ein Unternehmen intern mit einer Identität, die wir eindeutig haben und die einfach da ist. Und von da muss man einfach schauen, wie man letztendlich mit freundlichen Rebellen das ganze Thema auch untermauert und weitermacht. Genau. Wir waren Ende 2020. Wenn ich eins weiterklicke, wenn er mal eins weitergeht. So, wir waren 2020 davor zu überlegen, wir waren mit den Influencern draußen in Social Media. Es war ab und zu kam was, ich sag mal nicht so wahnsinnig viel, und wir haben uns gefragt, warum ist es eigentlich so, dass wir vielleicht noch nicht bereit sind, das ganze Thema auch nach draußen zu tragen. Und wir haben dann damals mit einer Hochschule zusammen und den Telekom-Magenta-Botschaftern zusammen quasi über Interviewreihen einfach mal rausfinden wollen, warum es uns so geht, dass wir heute nach draußen eben noch nicht so aktiv sein wollen können oder wie auch immer. Und haben dann rausgefunden, dass eigentlich die größte Herausforderung momentan für uns darin besteht, in einer absoluten Transformation unterwegs zu sein, die Automobilindustrie eben nicht nur im Thema Digital und Elektromobilität, sondern auch in der ganzen Thema Kulturtransformation verändert, wie viele andere Unternehmen auch. Und uns war danach ziemlich schnell klar, dass wir, ich sag mal, mit dem ganzen Thema Influencer weitermachen können, aber wir uns viel mehr nach innen fokussieren müssen. Und daraus sind tatsächlich, man glaubt es kaum, diese sogenannten Corporate Rebels auch entstanden, und die, über die ich heute auch ein bisschen was erzähle. Die meisten kennen Studien, wo es darum geht, wie viel Prozent der Menschen sind eigentlich unzufrieden in einem Job, wie viel würden kündigen. Ich meine, aktueller das Thema denn je. Egal wie hoch es ist, letztendlich denkt jeder immer mal wieder nach. Entschuldigung. Denkt jeder mal wieder immer drüber wieder nach, wie geht es ihm denn dabei? Fühlt er sich dabei wohl? Es gibt so diesen ganzen Eisberg der Ignorance, also was kommt wirklich oben an der Themen und was ist unten bekannt? Also auch das ist ja ein großes Thema, was durchdringt eigentlich die Schichten dazwischen, ob wir sie jetzt Lehmschichten nennen oder nicht. Und da gibt es so verschiedene Trends, wo das Ganze tatsächlich auch hingehen können. Also
das ganze Thema, und deswegen seid ihr ja auch hier unterwegs, das ganze Thema Purpose, Freedom, Trust, Transparency, sind ja alles Themen, die, ich glaube nochmal zwei Schlucke. Die tatsächlich ja jetzt auch nichts Neues sind, aber halt auch immer mehr ausgelebt werden. Genau, und wir haben in der Gründung dieser Community bei uns tatsächlich darauf gesetzt, dass wir die Menschen einfach auch mitnehmen und positiv begeistern. Also, weil es ist immer so eine Geschichte, wenn du Rebels irgendwo liest, dann sagen viele, oh mein Gott, was ist denn das? Was wollen die Böses? Überfallen die uns morgen oder was haben die vor? Und wenn es dann auch Corporate Rebels sind, dann heißt es, oh mein Gott, sind die irgendwie organisiert? Sind die eine Gewerkschaft oder warum immer? Nee, sind sie tatsächlich nicht. Wir versuchen zusammen, ich sage mal, Dinge anzusprechen, die uns Mitarbeiter und die Führung und die Kultur beschäftigt. Und wir versuchen das relativ sanft auch letztendlich den Menschen mitzugeben und auch die Menschen dort einzubinden. Deswegen will ich jetzt mal ein paar Beispiele bringen, wo wir relativ sanft mit der Community zusammen Dinge ausgearbeitet haben und getrieben haben, um einfach so ein bisschen die Menschen auch mit der Community groß werden zu lassen, auch so ein bisschen Begeisterung zu schaffen und auch so ein bisschen den Spaß zu haben. Ja, weil Spaß, habe ich im Community Management gelernt, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man einfach nicht verkennen darf. Der Herbert Nagel. Herbert, ich habe dich gehört. Herbert? Ist er noch da? Herbert ist da, hat vorhin seine Gitarre da gezeigt. Ja, Herbert, ich habe jetzt eine ganz wichtige Aufgabe für dich. Ich habe gesehen, du bist da. Du, ich habe dein Rebellogramm mitgebracht, ohne das dir jetzt irgendwie zu sagen. Aber vielleicht sagst du ein paar Worte zu deinem Rebellogramm, da kann ich nämlich noch was trinken und du kannst mal ein bisschen was, weil du hattest die Idee zum Rebellogramm. Erzähl ruhig ein bisschen was. Mache ich gern. Ja, das war mal ein kurzer Gedanke. Die Leute sind ja reingeflattert in die Community und wir haben gesagt, Mensch, stellt euch doch mal vor. Und ich dachte mir, warum kein Rebellogramm machen? Dann habe da mal ein paar Fragen reingeschrieben. Warum bin ich da? Worauf bin ich stolz? Welche Rebellenvorbilder habe ich? Was inspiriert mich? Dann welche Songs gibt es, die mich rebellisch machen oder rebellisch denken lassen? Hashtags. Und unten noch, welche Frage fehlt hier noch und warum, war auch ganz interessant, weil viele haben dann ganz tolle Fragen auch reingebracht, ne, die man zusätzlich noch stellen könnte, um das Rebellische im Menschen zu hinterfragen. Hat sehr viel Spaß gemacht, weil viele machen das ganz aktiv, hin und wieder lancieren wir auch noch hinterher und sagen, Mensch, schreib das doch mal rein. Ja, ich habe da mal eins ausgefüllt, weil wir Mercedes sind, war mal so ein Hashtag, den wir in einer, der Oliver und ich mit zwei anderen Mädels, so eine anarchischen Aktion mal erfunden haben, den wir auf Twitter lanciert haben, der hin und wieder mal hochkommt. Ja, und da stehen halt die Sachen, die mich als Rebellen ein bisschen charakterisieren, die mich auch inspirieren und warum ich das mache. Und so haben ganz viele Leute ganz tolle Dinge reingebracht. Ich gucke gerade noch mal, haben wir eigentlich nicht drin, welches Tier habe ich? Nee, wundert mich. Ja, ich habe es rausgeschnitten. Okay. Ich habe nicht so viel Platz gehabt. Ja, aber du hast recht. Okay, alles klar. Welches Tier du damals hattest, wahrscheinlich nicht mehr. Bitte? Welches Tier du damals hattest, wusstest du nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Ich auch nicht mehr, ich müsste nachschauen. Es ist okay. Wahrscheinlich das Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ich weiß es nicht. Kann durchaus sein, genau. Auf jeden Fall steht auch AC/DC drin. Also ihr seht, wir haben auch da Lieder. Und irgendwann im Laufe der Zeit kam man dann auch tatsächlich mal auf die Idee, solche Corporate Rebels, die brauchen auch Energie, ja, die brauchen irgendwie Energie. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, aus diesen Rebellogrammen mit Zustimmung der Leute eine Playlist zu machen, die ihr auch tatsächlich öffentlich bei Spotify findet. Und ich bin total überrascht, wir haben jetzt, glaube ich, 14 Stunden Musik, also ihr könntet jetzt 14 Stunden hinsetzen und jedem einzelnen Musikgeschmack folgen. Und das total Spannende ist, die meisten, die das jetzt hören, die sagen, das ist ja krass, das geht ja von dem zu dem zu dem zu dem. Also es gibt überhaupt keine präferierte Richtung, sondern es ist wirklich, da sind Lieder drin, die ihr vielleicht aus eurer Jugend kennt, da sind Lieder drin, wo ihr dachtet, wenn ihr Kinder habt, vielleicht, ach Gott, auch Kinderlieder. Also da ist tatsächlich alles drin. Wer Bock hat, ich habe jetzt leider den QR-Code nicht dabei, aber ich kann das auch nochmal nachliefern. Gerne nochmal fragen. Also wir haben da auch den QR-Code zu, wo man einfach drauf geht und Spotify auch landet. Auch so eine schöne Aktion, wo viele Leute sagen, ich habe mir das angehört und es schafft auch ein Stück Verbundenheit. Klingt ziemlich einfach, macht aber sehr, sehr viel Sinn, den Leuten auch
eine Heimat zu geben. Wir haben ein Buch gewonnen, weil uns ein Kollege, der heute bei den Truckies ist, damals nominiert hat mit dem Ganzen. Haben wir tatsächlich auch ein Buch gewonnen, haben daraus eine Keksleserei gemacht. Das heißt, wir haben noch jeden aufgefordert. Damals war tatsächlich noch Covid noch aktueller, dass die Leute quasi, ich habe daraus dann ein paar Seiten vorgelesen, immer wieder ausgewählte Sachen. Und die Leute haben nebenher Kekse gegessen. Ich konnte leider keine Kekse essen, aber ich habe dann danach gegessen. Also total spannend, weil man so die Community auch ein Stück weit aus dem klassischen, wir machen nur, wir posten nur, wir schreiben nur, tatsächlich auch ins Persönliche gehoben hat. Und das auch während Zeit des Themas, dass wir uns nicht so treffen konnten. Dann gab es noch eine Kollegin, die eine super Idee hatte. Wir machen einen Corporate Rebels Mystery Coffee. Und es ist tatsächlich so, dass ich heute noch leider teilweise mehr Einladungen noch kriege, als ich tatsächlich noch annehmen kann. Aber es ist so, wir haben quasi eine Plattform, wo man sich anmelden kann, die jetzt nicht intern bei uns ist, sondern noch extern. Da suchen wir gerade, ob wir noch was für intern finden. Dort kann man sich registrieren und wird dann nach seinem Wunsch und seiner Frequenz quasi anderen Leuten 1:1 zugeteilt. Man hat quasi diesen Hashtag Rebels Mystery Coffee und dann kriegt man auch keinen aus einem anderen Unternehmen, sondern tatsächlich jemanden aus dieser Community, wartet auf die E-Mail und kriegt dann tatsächlich sogar eine Anleitung, wo man einfach nur per Anmeldung das ganze Thema sich anmelden muss und dann per Teams quasi sich verbinden kann. Das ist ein total leichtes Thema. Hat einfach ganz viele Facetten, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Menschen sie nicht kennen. Dass wir auch da wieder Menschen entdeckt haben, die haben super Fähigkeiten, wo du wirklich sagst, ja Wahnsinn, wussten wir gar nicht, dass wir solche Menschen bei uns haben. Und wir starten immer mit einer Check-in-Frage, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Und dann kommen doch auch mal so ganze Themen wie Hobbys und andere Leidenschaften auch noch die Menschen dahinter ein Stück weit vor. Auch ganz wichtig, jetzt würde ich jetzt sagen, jetzt habt ihr ja verdammt viel Spaß bisher gehabt, ihr habt Musik gemacht, ihr habt ein Rebellogramm, ihr habt Kekse gegessen und sonst. Und sonst geht es tatsächlich zur Sache. Wir posten regelmäßig Themen, die Menschen betreffen, oder Menschen posten Themen, die sie betreffen, wo es auch wirklich um den Menschen geht. Also ich habe mal so ein paar Titel mitgebracht, die wirklich aus Originalpost stammen, wenn Mitarbeiter die wichtigste Ressource eines Unternehmens sind. Unternehmenskultur, schlechte Führung macht krank. Das Spannende ist ja, jemand postet und das Schönste, was daran abläuft, sind die Diskussionen, die dann stattfinden, die in wirklich nahezu 100% der Fällen fair, offen, ich sag mal mit offenen Meinungen, aber eben nicht irgendwie negativ oder sonst was, sondern eher im Sinne von, was habe ich erlebt, vielleicht geht es mir damit auch nicht gut. Also auch die Offenheit in dieser Community ist wirklich enorm. Also wer da Teil ist und wer da dabei ist, der öffnet sich auch. Wir haben auch das Thema Homeoffice nach der Pandemie. Wir hatten letztens eine sehr interessante Diskussion zum Thema Stechuhr. Machen wir Vertrauensarbeitszeit flächig für alle oder nein? Auch eine ganz spannende Diskussion mit allen mal zu hören, wie es denn den Menschen dabei geht. Einfach eine super Möglichkeit, wirklich die Menschen auch zu nutzen. Und über diese Diskussionen bringen die Menschen letztendlich ihre Meinungen ein und manchmal versuchen wir, aus dem Thema auch wieder auszugründen. Und spannend ist, der eine oder andere von uns kriegt dann tatsächlich auch ab und zu mal einen Anruf aus anderen Bereichen, aus HR oder sonst wo, mit der Frage, was steckt denn da dahinter? Was ist denn da das Thema? Und ich hatte so eine Frage schon mal und ich fand es ganz spannend, dass dadurch auch Diskussionen ausgelöst werden. Also man wird sichtbar, man hat die Möglichkeit, Themen anzubringen, man muss einen gewissen Mut mitbringen und man muss ein Stück stehen bleiben können, wenn vielleicht auch mal jemand sagt, Gegenwind. Aber diese offene, ich sag mal, Speak-up-Kultur ist für mich Voraussetzung jeder Transformation. Alles andere funktioniert nicht. Und wir haben noch nie gesagt bekommen, das könnt ihr nicht posten, könnt ihr das bitte löschen, kann das bitte weg. Hat es noch gar nie gegeben. Würde ich mich auch dann mit der Frage stellen, was machen wir denn damit? Also ich finde das nicht so in Ordnung, weil damit hat ja jemand ein Thema. Und dadurch, dass es sehr, sehr positiv abläuft, ist es tatsächlich auch für niemanden irgendwie kritisch, sondern eher eine Chance, ich sage mal, Diskussionsthemen auch zu finden und letztendlich die Chance der Diskussion auch stellen zu können. Wann kriegt man denn offeneres Feedback? Wann hat man auch vielleicht als Führungskraft eine Chance, mal eine Frage zu stellen? Da gibt es nämlich auch welche, die natürlich sagen, ja, aber ich fühle mich so und so. Wie siehst du denn das? Also diese Diskussion läuft dann auch total bereichsübergreifend. Bei knapp 170.000 Menschen, wir haben allerdings als Sprache hauptsächlich Deutsch, was das Ganze ein bisschen begrenzt, ist es natürlich auch so, dass, ich sag mal, sehr, sehr viele Menschen einfach mitlesen. Also das erleben wir auch sehr stark. Ich kriege sehr viel Feedback dazwischen.
wo Menschen sagen, finden sie toll, empfinden sie das, geht ihnen damit so, die vielleicht auch tatsächlich gar nichts posten, nicht Elke. Genau. Und was haben wir gelernt und was kann man vielleicht auch dem einen oder anderen als Learning mitgeben? Wir haben gelernt, es braucht ein sanftes Gießen der Graswurzel und natürlich viel Licht. Also das ganze Thema Graswurzel ist ein zentrales Element. Und an der Ecke ist es einfach so, du musst es sehr hegen und pflegen. Es ist wie ein guter Garten. Ich bin kein Gärtner, also deswegen bei mir würde das vermutlich als Garten nicht lange überleben. Aber an der Stelle ist es einfach total spannend, dass du mit dem Licht natürlich auch meinst, du musst den Leuten die Offenheit geben und auch die Plattform und die Bühne, dass die Menschen die Chance kriegen, ich sag mal, Themen anzusprechen, auch ihr Mut ein Stück weit belohnt wird in dieser Offenheit. Nichts Schlimmeres, als jemand würde was sagen und sofort würde jemand dazwischen gehen und sagen, das darfst du nicht, du bist dazu nicht autorisiert. Also es finden schon sehr interessante Diskussionen statt. Gestartet haben wir als geschlossene Community, als Learning. Wir haben uns lange überlegt, machen wir es offen nicht, weil wir doch nicht ganz den Mut hatten, die Diskussionen, die dort stattfanden, zu dem Zeitpunkt schon nach außen zu tragen und für jeden im Social Internet sichtbar zu machen. Also jeder kann der Community beitreten, es gibt keine Regel. Jeder kann mitlesen, jeder sieht die Beiträge. Aber es war erst nötig, dass wir intern diskutiert haben, um die Community auch ein Stück weit zu formen und fertig zu machen für das, was dann kommt, bevor wir es eröffneten. Natürlich auch ein paar Inhalte und so weiter, aber mehr im Sinne von, uns ist klar, wo wir hinwollen, was wir vorhaben, warum wir es machen. Wir schaffen es immer wieder, trotz Covid-Zeiten, dieses Offline und Online. Und in dem Falle, das Offline war halt teilweise auch Lesungen. Wir werden es sicher auch demnächst irgendwann mal wieder schaffen, wirklich offline uns mal bei einem Event oder bei einem, wir haben dann auch mal versucht, ein Abendessen zu organisieren. Also so Dinge, die dann tatsächlich auch das reine Menschliche und das persönliche Zusammentreffen betreffen. Die Community-Ziele sind mit der Community vereinbart. Das war das, was ich meinte mit, wir haben erst richtig geöffnet, nachdem wir wirklich viel Feedback auch hatten, was wir damit machen. Weil die aktive Community, die gründet sich ja nicht selber und die braucht wirklich eine massive Teilhabe von allen, vor allem in der Definitionsphase, ist unsere Erfahrung. Diese Tools wie Mystery Coffee helfen den Menschen, die vielleicht nicht so kontaktstark sind oder die vielleicht nicht so mutig sind oder die vielleicht eher zuschauen wollen, sich ja auch mal mit jemandem zu vernetzen, den sie vorher vielleicht nicht kannten und wirklich zu sagen, okay, ich renne da jetzt mal rein, melde mich da mal an und damit kriege ich auch ein Stück Vertrauen, dass wir nur so ein 1:1, da haben wir ja keine große Gruppe und dann teilweise sind da wirklich Menschen aktiv draus geworden aus diesen Mystery Coffees, weil sie dann ein Anliegen hatten. Genau. Die Community, das ganze Thema Spotify-Playlist zeigt einfach die Vielfalt und die Diversität, die in dieser Community herrscht, die ist wirklich exorbitant, die ist wirklich groß. Also die Lieder gehen wirklich von allem zu allem. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, ganz viele diverse Meinungen zu fördern. Solange das alles in einem, ich sage mal, fairen Rahmen abläuft, was es definitiv tut, muss man das zulassen und es sogar aktiv fördern, weil nur so kriegst du letztendlich eine Diskussion, die dir das Ganze nach oben spült und wo du wirklich auch die Themen auch bekommst. Starte klein, baue die Basis auf und dann wachse. Ist auch nichts Neues. Ich glaube mal, da sag ich keinem was Neues. Ich glaube, das Entscheidende ist, den Menschen Vertrauen zu geben und wirklich eine Plattform, wo sie offen und fair Themen auch ansprechen können und vielleicht auch Nöte ansprechen. Wir haben auch schon Menschen verbunden, die dann Job Rotations miteinander gemacht haben. Also auch so ziemlich simple Dinge. Genau. Bevor ich dann tatsächlich durch wäre, und ich muss mal schauen, wie meine Zeit liegt. Ich dürfte hoffentlich auch mal kurz 24, okay? Liegt gut. Liegt gut, perfekt, genau. Das mittlere Bild, man, work sucks, huh? The kind of synergy that can't happen only at the coffee. Haben wir fürs Mystery Coffee als Bild genommen, weil man dann sagt, haben wir denn überhaupt was bei der Kaffeemaschine oder beim Wasserding zu besprechen? Oder geht es tatsächlich auch in andere Form? Ist ganz spannend. Wir beschäftigen uns auch viel mit, können wir Dinge nicht abschaffen? Braucht man jedes Meeting? Muss jetzt dieses E-Mail auch noch sein? Auch solche Dinge werden tatsächlich dort diskutiert. Und auch das ganze Thema KPIs wird bei uns regelmäßig und gern diskutiert, weil auch große Unternehmen wie der Mercedes werden natürlich durch KPIs Controlling natürlich auch ein Stück weit geführt. Und dann natürlich auch mal die Frage, wo bleibt die Menschlichkeit? Wo bleiben die Menschen? Und das muss ja doch ein gewisses Gleichgewicht mehr oder weniger haben. Also das Thema KPIs ist auch immer wieder ein ganz schönes Thema, was zu Diskussionen bei uns führt. Ich glaube, genau, ich bin damit durch meinen Part.